بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. إذا صلت المرأة خمسها wenn die Frau ihre fünf Gebetszeiten verrichtet fastet den Monat Ramadan, ihr Geschlechtsorgan schützt, das bedeutet barakallahu fikum, sie geht nicht fremd, sie schützt die Ehre, ihre Ehre und Ehre ihres Mannes. Und natürlich, sie gehorcht ihrem Mann im Guten. Dann wird zu ihr am letzten Tag gesprochen: Geh durch die Tore des Paradieses und du kannst wählen, welches Tor du willst. Die Tore des Paradieses sind acht. Barakallahu fikum, zakumullah khairan. Das geht darum, dass die Frau, die Religion praktiziert, Wissen hat, Gutes tut, dass sie eine Stellung am letzten Tag hat. Und diese Themen, das Gebet, das Fasten, Keuschheit schützen, Mann gehorchen, das sind sozusagen die Grundlagen im Verhalten und in der Religion. Das heißt aber nicht, wenn die Frau nur betet oder fastet, auf der anderen Seite aber, sie hat schlechten Charakter, sie hat schlechtes Benehmen, sie tut Unrecht, dass man sozusagen nur eine Seite sieht. Nein, das geht darum, dass unsere Religion ist ein Komplex. Die Grundlagen sind da. Diese Frau sagt La ilaha illallah, betet Allah subhanahu wa ta'ala allein einzig an. Diese Frau hat richtige Aqidah, ist allgemein gut, aber unter anderem wichtige Handlungen für eine Frau sind diese, die erwähnt worden sind von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das Gebet zu verrichten. Das Gebet zu verrichten heißt nicht, dass man, barakallahu fikum, nur irgendwas macht, sondern dass man spürt, dass man zu Allah subhanahu wa ta'ala spricht, weil man vor Allah subhanahu wa ta'ala steht. Dann, barakallahu fikum, dass die Frau fastet. Fasten des Monats Ramadan ist eine Pflicht. Und wenn die Frau dann entschuldigt ist, dann holt sie das nach, später. Die Frau, die ihr Geschlechtsorgan schützt, was bedeutet das? Das heißt, sie geht nicht fremd, sie verguckt sich nicht, sie fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala, sie ehrt und schützt ihren Mann und seine Ehre. Und natürlich, sie gehorcht ihrem Mann. Gehorchen oder Gehorsamkeit ist im Guten. Im Guten. Wenn der Mann von ihr etwas verlangt, was haram ist, dann nicht, aber im Guten. Und wenn die Frau gut zu ihrem Mann ist, dann und ihr Mann mit ihr zufrieden ist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr zufrieden sein. Und Gehorsamkeit der Frau gegenüber dem Mann gegenüber, barakallahu fikum, ist sehr wichtig in unserer Religion. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählte doch, wenn hätte er jemandem befohlen, sich vor anderen niederzuwerfen, dann hätte er befohlen der Frau, dass sie sich vor ihrem Mann niederwirft. Aber wir werfen uns nieder nur vor Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, man sollte dieses Konzept verstehen. Jeder von uns hat eine Mutter und die Mutter hat ihn erzogen. Wenn diese Mutter Allah fürchtet, wenn sie Wissen hat, wenn sie das Gute vermittelt, wenn sie ihren Kindern das Gute vermittelt, dann werden auch die Kinder gut werden. Und so wird eine Gesellschaft besser werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als sie gefragt haben nach Frauen, dann sagt er, fragt ihr mich nach den Frauen des Paradieses, das wird die Eigenschaften, die eine Frau zum Paradies bringen, dann sagt er, Al-Wadud, die liebe Frau, die Liebe. Al-Walud, die gebärende Frau. Al-A'udu ala Zawjiha, die Frau, die
zu ihrem Mann immer zurückkehrt. Und wenn ihr Mann mit ihr unzufrieden ist, dann kommt sie und sie nimmt seine Hände und sie sagt, ich werde nicht schlafen, bis du mit mir zufrieden bist. Wenn wir das sagen heute, dann meinen einige, was sagt ihr da? Das ist Diskriminierung. Auf keinen Fall. Wenn die Frau gut zu ihrem Mann ist, dann macht sie das nicht um seinetwillen oder um seinetwegen, sondern sie macht das für Allah subhanahu wa ta'ala, weil sie versteht, wenn sie gut zu dem Mann ist und wenn sie gehorcht, dann betet sie Allah subhanahu wa ta'ala an. Und wenn der Mann mit ihr zufrieden ist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr zufrieden sein. Der Islam kümmert sich um die Frau. Und der Islam hat der Frau eine sehr gute Stellung gegeben. Und die Stellung der Frau im Islam ist besser als alle anderen Stellungen. Deshalb, barakallahu fikum, sagt Allah khairan, ist es wichtig, wenn man auch sich eine Frau sucht, dass man solche Themen betrachtet. Ob sie betet, fastet, ob sie lieb ist, ob sie guten Charakter hat, gutes Benehmen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen.